Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier der Marsch. Fanius Volk geht zum Siegerweg. Dann fahren wir einen LKW zum Hof, nehmen die unsere neuen Kälber überfahren zu ihrem Stall. Und dann sehen wir weiter. Wird dann auch Heu schlachten können. Das ist aktuell noch nicht trocken. Aber ich denke mal, es wird noch trocken werden. Wetter ist perfekt. Wir haben früher Sommer. Diese Silage können wir auch noch machen, theoretisch. Oder sollten wir noch machen? Wo haben wir ein Tier gefüttert noch früh? Heute nicht mehr. Heute haben sie noch genug. Heute reicht halt noch. Und wir werden sehen, dass wir entsprechend da. Unser Raps ist auch schon gewachsen. Bin spät, aber es wird doch gut gehen. Aber ich brauche den LKW in den Hof für die Kälber und das muss das Holz entsprechend jetzt zum Sägewerk machen. Dann werden dort in aller Ruhe Paletten hergestellt. Oder OBS-Platten. Was gerade eingestellt ist. So, mal leer machen und dann wir könnten ein bisschen dichter ranfahren, ne? So, zurück. Und ran geht's. So. Ja, verkehrte Seite. Wenn wir ein O ändern. Sieht gut aus. Dann hat er ein bisschen Holz, nicht viel, aber er kann ein bisschen arbeiten. Überlegen. Nach Holz machen wir nicht. Wir bereiten die Ernte vor. Die Ernte für Weizen. Die wird fällig. Alle anderen Felder brauchen noch ein bisschen. Mais hat noch gekeimt. Die Grasfelder muss ich die Düngerscheibe unternehmen. Unser Tabak wächst auch. Kräftiges Grün bei mir. Wie weiß, die zwei Folgen bei Thüringen gerade sind leider im grünen Ton etwas. Ja, ist weg. Dank Grünfilter. Ich habe das mit der Kamera verwechselt oder getauscht, geklickt, zack. Nichts mal gedacht und schon. Ja. Überlegen. Achso, die Kälber. Die Kälber wollte ich umstellen. Es werden nicht immer mehr. Oh ja, das wird nichts. Das verkehrt rum. Beule. Mal die Kälber. Alle jungen Rinder. So. Ist sehr jung. Mit 41 Kilogramm. Leichtgewicht. So. Alles Weibchen, was ich sehen kann. So viele. Wahnsinn. Da
Erwachste. Wir wollen doch die Kälber haben, ne? 2,8 Jahre alt in die Burschen schon. 600 Kilogramm. Gutes Futter, wa? Doch, männliches Tier. Ey, du, nee. Tja, das haben wir fast verkehrt gemacht. So. Mach mal von vorne. Ups. Da haben wir vertauscht. Hab nur rechts geguckt und links ist ein anderer Fleck gewesen, glaube ich. Mann, so viele. Aber die männlichen Tiere können erst am Schlachthof, wenn oder Verkauf, wenn die entsprechendes Alter erreicht haben und auch ihre 700 Kilogramm haben ungefähr. Über 2 Jahre ungefähr sollten sie sein. Dann macht das Sinn. Die sollten ausgewachsen sein. Ja, fast voll. Das sind die älteren Kälber, 0,3 Jahre alt. Geht schon, fast 100 Kilogramm. Nehmen wir schon ein paar. Unsere Rinderzucht. So, leer, leer. Aus. Oh, bist du groß geworden. Geh mal gleich Wasser, weil das wird jetzt fehlen. Stroh wird auch fehlen. So, gucken wir kurz rein ins Menü. Da werden wir einen Kuhstall, der. Wasser machen wir gerade. Gras haben sie genug. Ja, Mischstation, das reicht auf jeden Fall auch noch heute. Hier ist es genau das gleiche. Wasser, ja, reicht. Stroh, Futter und Gras reicht. Hier 0,3 gibt wieder ein Kalb. 0,6. Also Kühe sind da sehr flexibel, die sind da. Also es kommt ständig neue Kälber. Dann 0,0, 0,4, 0,2, naja. Sehr gesund. Neugeborenes. Nicht guckbar, ist klar. Zurück. So, Schweinestall. Morgen. Schweinestall. Morgen. Gewicht. Auch so leicht. Alter 0,2. Da oben. 0,4. Wir werden sie bald.
Das muss eine andere Rasse sein. Melee-Tiere sind sehr schwer. Das sind hier noch jüngere Schweine. Das, oh, die sind ja auch noch wieder. Oh. Ferkel. Wir haben Ferkel. Ja, wohin? Da passt noch hier rein. Wahnsinn. Die Schweine müssen auch umgestaltet werden. So. Bevor das morgen mit der Ernte losgehen könnte. So, Schweine, 1,4 Kilogramm, ja, den muss man rüberschieben. 14 auch. Die großen decken nicht. Die sollen hier bleiben. Ab da wieder. Die Nummer irritiert, ne? Nee, nicht schon wieder. Gleich nochmal. Wir decken, wie gesagt, nicht, nur die Jungschweine, die ganz Jungen. Ja. Ist das wieder passiert? Bestätigen. Gut, dann fahren wir den rüber zu den, ja, zum vierten Stall, den ich mal irgendwann komplett umbauen möchte. Was? Die ist voll? Dritte Stall. Dritten. Und auf die Stelle, der Stall, Hänger war ja voll. Janas. Alle Einkriege? Oh ja. So.
Zahlung für wen? Blocking. Wer ist Blocking? Ah, bei Mist. Ach so. Kuhstall, neu trocken. Da ist er. Müssen wir auch das Ding anschmeißen, ne? Das läuft zwar optisch, aber. Aber. In dem Sinne läuft das nicht. So, perfekt. Läuft. Gut. So, das soll es dann für heute gewesen, für die erste Folge. Kühe und Schweine sind erledigt. War umgestaltet, also die Ställe sind voll. Bei mir ist noch Platz. Ansonsten werden bald die ersten Tiere zum Schlachthof gehen müssen. Noch mal 5 Jahre alt, da wird bald Zeit. Und hier sind noch viele. Na, ist noch nicht so weit. Und hier sind 30er Tiere bei und vielleicht 15. Und im ersten sind die ersten bei, ja, da kann man sagen, okay. Da können wir einige sicherlich Schlachthof fahren. Das ist ja ein Ungünstig, ne? Ich will ja keine Jungtiere haben. So, Leute, das war's heute gewesen. Ich sag mal schönen Tag fürs Reinschauen. Dann sag ich mal tschüss und ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Tschüss.